Und wir haben den finalen Funkspruch gerade bekommen von der Rennleitung. Der weiße Rausch 2022. Und die dritte Startergruppe. Eine Minute bis zum Start. One minute left. Thank you.
Rausch 2022. Nochmal unser Riesenapplaus. Die Siegerin, die Königin, Petra Zeller. Die inoffizielle Siegerzeit der schnellsten Dame. Und sie hat da einen komfortablen Vorsprung. Ich glaube, jetzt kommt die zweite Dame hier zu uns ins Ziel. Unser Applaus für Katrin Almer. Second place, zweiter Platz. 11 Minuten 50. Deutschland vor Österreich. Und jetzt sind wir noch gespannt, wer komplettiert das mega, heute war's mega. Podest bei den Damen. Ich glaube da, die nächste Dame erkannt zu haben. Ich bin aber sehr hart. Ein anderes Mädchen war vor mir zwischendrin. Yay! Yeah, Platz 3 gegen Regina Winterstella! Also, und wie fühlt sich jetzt an, ganz oben zu stehen? Ich bin so glücklich. Und ganz knapp hinter ihr. Nur wenige Sekunden auf Platz 4, Chiara Polder. Und jetzt endlich wieder geschafft, ich bin so glücklich. Das ist echt ein Riesenstart. Unfassbar. Petra Zeller gewinnt vor Katrin Alba und Regina Wintersteller. Danke dir. Deutschland, Österreich und Österreich, das die drei schnellsten Damen in diesem Jahr. Aber da kommen noch viele und auf die freuen wir uns. Unser Zwischenapplaus für die Fünfer-Show. Hey, sau geil. Petra, hallo, da bin ich auch noch kurz. Herzlichen Glückwunsch, du bist die erste Dame im Ziel. Wie geht's da? Mega, ich bin so froh. Letztes Mal habe ich ja Ja, Petra Zeller ist da schon nicht im Ziel. Und dann kommt sie hier, die hoffen natürlich dann auch hier. Ich bin so geärgert. Gefühlt noch Monate. Ich bin so erleichtert. Um auch ihre Stimme zu hören. Wir haben die nächsten Damen hier bei uns. Carina Thiem auf Platz Nummer 6. Mimi Raikitzi. Die Siegerin aus dem Jahre 2013. Ja, ich bin ein bisschen langsam gefallen wie das andere Mädchen. Siebte, wenn ich richtig mitgezählt habe. Gratulation! Und dann bin ich eigentlich eher auf die Hand gefasst. Da sieht man, wie eng alles beisammen liegt. Da muss alles passen, um wie geht's jetzt weiter und wie geht's meinen Beinen sichern zu können.